Haben wir uns ein schönes Plätzchen ausgesucht für das Gespräch, ne? In der Tat, ja. Fasziniert Sie das auch so, wenn Sie so eine große Maschine sehen? Ja, also sehr. Und vor allen Dingen, wenn wir ja Jahre vorher anfangen zu planen. Ja. Wir haben ja einen Planungszeitraum von 3 Jahren. Mhm. Wenn wir dann sehen, wie es entsteht und dann letztendlich auch dasteht, ist für uns natürlich ein tolles Erfolgserlebnis. Insofern super. Da muss man als Messeorganisator natürlich ein Langstreckenläufer sein, wenn ja. man 3 Jahre vorbereiten ja. muss. Ne? Ja, das stimmt schon. Also wir arbeiten auf ein Ziel hin, auf ein ganz knappes festgelegtes Zeitfenster. Das ist ja typisch fürs Messewesen. Klar. Der Zeitraum ist festgelegt, darauf arbeiten wir hin. Und da braucht man, ja, muss man, man erntet sehr viel später, ja, nach der Saat sozusagen. Aber wie habe ich mir das vorzustellen? Ist es dann ein entspanntes Arbeiten mit Ihrem Team so über 3 Jahre hinweg oder gibt es da trotzdem die Momente, wo man ultra ins Schwitzen kommt? Ja, also wir haben ein sehr intensives Jahr in dem Jahr vor der Bauma, definitiv. Da arbeiten wir auf Volllast. Und es ist sehr anstrengend, weil wir sehr hohe Quantität an Arbeit zu bewältigen haben in dem Zeitraum. Und wir fixe Termine haben, beispielsweise muss die Aufplanung vor dem Sommer stehen, damit dann unsere Kunden eben ihre Detailplanung machen können. Wenn Sie jetzt hier die Halle sehen, den Stand, das ist ein sehr großer Stand, da muss natürlich auch der Kunde eine entsprechende Zeit haben, das durchzuplanen. Mhm. Und von daher muss es im Sommer stehen. Und im Folgejahr, im April, ist dann die Veranstaltung. Mhm. Und da sind wir sehr intensiv am Arbeiten.